Sie sind hier, 15. August 2018, 9.23 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Im Training der Cleveland Browns kommt es zu einer Schlägerei. Urheberrecht twitter.com/patchysa. Nachdem er im Training unsanft gestoppt wird, brennen Browns Star Jarvis Landry die Sicherungen durch. Ein Teamkollege bekommt den Football an den Kopf. Schon vor dem Saisonstart ist bei den erfolglosen Cleveland Browns ordentlich Feuer unter dem Dach. Wide Receiver Jarvis Landry wurde im Training von Cornerback Terrence Mitchell etwas unsanft zu Fall gebracht. Danach brannten Landry die Sicherungen durch und er warf seinem Kontrahenten den Football gegen den Kopf. Das ließ Mitchell nicht auf sich sitzen und ging mit seinen Fäusten auf den Teamkollegen los. Hier geht's zur Szene. Das restliche Team mischte sich daraufhin auch ein, nur ein Teil versuchte, den Streit zu schlichten. Erst einem Trainer gelang es, den Schlagabtausch zu beenden. Punkt. Anzeige, jetzt Fanartikel zum US-Sport kaufen, hier geht es zum Shop. Die Browns waren in der vergangenen NFL-Saison ohne Sieg geblieben und hoffen auf einen Aufwärtstrend.